So, wir werden weiterhin noch von der Polizei, glaube ich, verfolgt. Soll ich eigentlich immer was trinken? Oder ist er die ganze Zeit am Trinken? Cheers! Die alte Saufnase. Hat er deswegen so eine Haare, weil er eigentlich ein Alkoholiker ist? Fährt er deswegen immer zu schnell, weil er ein Alkoholiker ist? Das erklärt einiges, muss ich sagen. So, wir kühlen langsam wieder ab, weil auf Polizei gerade nicht. So, wo möchte denn... Trifft die Gang im Longhorn. Okay, treffen wir die Gang im Longhorn. Da kriege ich glatt ein longes Horn, nur da kann, dann kann Spike wieder irgendwelche Dinge anfassen. Ja, da packen wir das Ding an, ey, und ich soll hier die Rennen fahren. Und gut, dann schauen wir nochmal nach Longhorn, nach Longbottom. Das ist sowas ähnliches wie Rockbottom, ist die Nachbarschaft von Rockbottom und Bikini Bottom, also da muss ich lang. Ah, wer baut denn hier schon wieder diese Strecken, hä? Wer hat eigentlich... Was? So, ja. Nee, ich wollte jetzt eigentlich nicht den Driftkurs hier machen. Was? Warum bin ich denn dabei? Hä? Was willst du? Hä? Ich hab kein Geld. Tut mir leid. Weiß ich nicht, was er wollte. Ich glaube, das war so ein, einfach so ein Spontan-Event, dass man ganz schnell einmal driften sollte. Ich glaube, das war das. Das hat mich verwirrt. Ich komme damit nicht klar. Wir müssten vorher irgendeinen Antrag ausfüllen. Ich bin deutscher Mensch. Da müssen erstmal Anträge ausgefüllt werden, bevor ich irgendwas spontan mache. Mein Antrag für Spontanität muss ausgefüllt werden. So, hier ist auch wieder so ein Drift, aber da sind wir nicht drauf. Da gebe ich mir jetzt mal Mühe, ne? Spontan zu sein und dann wieder verkackt. Vorsicht. Der war am Weg. War aber nicht meine Schuld. Ich habe Vorsicht gesagt. Die reagieren nun nicht auf mein Vorsicht. So, ab ins Longhorn. Ab ins Longi-Bongi-Horni-Horni. Oh, Polizisten, toll. Hey, Spike. Hey, keine Ahnung, Spike. Ja, sie... Kein Problem. Geht schon klar. Was meinst du, sollen wir zum Longhorn fahren? Kann ich. Hab noch was zu erledigen. Ach ja? Verrätst du es niemandem? Was verraten? Ich... Also, schwanger. Ich bin ein Outlaw. Ich hab mich mit den Cops angelegt. Was? Im Ernst? Nein, Blödmann. Du bist echt hart drauf, weißt du das? Fahr zum Longhorn. Nach 5 Minuten wirst du alles vergessen und dich wieder gut fühlen. Ach, wie du meinst. Hey Noob, lass ihn heute Abend nicht allein. Pass auf ihn auf, ja? Wir sehen uns später in der Werkstatt. Passt. Ich muss hier erstmal ganz dezent einparken. Oh, so parkt man ein. Oh, ich kann gar nicht rein, okay. Darf nicht einparken. Okay, wo ist denn jetzt hier der Eingang? Eingang! Da, schnell. Plötzlich kommen wir von der Straße gefahren. Logik! Das dürfen wir Spike nicht alleine lassen und 5 Minuten und er fühlt sich besser und wir sollen ihn nicht alleine lassen dabei. Hey, hier ist Magnus. Ich habe euch Jungs da draußen fahren sehen. Sehr beeindruckend. Wenn ihr an meine Zeiten herankommt, können wir vielleicht da draußen zusammen eine Runde drehen. Rock on! Cheers! Hey, oh Mann! Wie kommt er an deinen Decknamen? Guck mich nicht an. Du weißt, was das heißt, Bro? Nee. Du hast es verdient. Nicht schon wieder. Ihr beide verdient es. Nee, Robs. Ich gönne es ihm. Wie unser Homie hier durch die Straßen rast, kein Wunder, dass Magnus ihn anruft. Weit ist es nicht mehr. Gib Bescheid, dann legen wir los. Komm. Ich mag dich nicht. Ich mag dich einfach nicht, Spike. Ich mag dich halt einfach nicht. Geh einfach weg. Mag dich nicht. Bin beleidigt. So. Wir haben kein neues Rennen von Spike Waiko. Da würde ich mal sagen, wir kriegen vielleicht gleich eins. Ja, ich freue mich sehr. Ich wollte nur in die Garage fahren. Passt schon, danke. Profil ansehen. Darf nicht in die Garage. So, da, Garage, Route. So, wir fahren jetzt mal in die Garage. Vielleicht ruft er noch an und sagt uns, ey, Rennfahrt, oder so, weißt du? Der Magnus in seiner zarten... zart hauchbeseiten mit den Stimme. Warte, halt, wenden. Halt, warte, ist nicht da, wo ich, da komme ich nicht hin. Da komme ich nicht hin, da habe ich keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Deswegen fahren wir jetzt hier hoch.
Nehmen noch ein paar die Laternen mit, so, und hopp, zwei, drei. Wir müssen uns auch unbedingt nochmal einen Drag Racer bauen, ne? Habe ich das schon mal gesagt? Ja, hatte ich schon mal gesagt, ne? Ja, müssen wir auch noch unbedingt machen. Kann man jetzt erstmal gucken, dass wir zur Garage fahren. Wenn der bis zur Garage halt nicht angerufen hat, naja, dann gehen wir halt auf den Driftwagen und machen die Eddie Challenge Drift Aktion da und alles andere, was wir noch haben. Mit Robin sollen wir, glaube ich, noch driften und... Oder sollen wir mit Robin driften? Sprintrennen. Ist ja gar kein Drift. Okay. Dann fahren wir nach Robin. Die will ja gar nicht driften. Dann bin ich gewohnt, dass sie driften will. Na gut, dann machen wir jetzt Robin. Ist ja auch kein Problem. Ist ja alles dasselbe. Ist ja alles derselbe Kappes hier. Machen wir uns wieder ein bisschen an Robin ran. Jetzt, wo wir uns mit Spike wieder verbrüdert haben. Aber vorher fahren wir noch an der Ausfahrt vorbei. Einfach aus Grund der allgemeinen Rebellion. Wir wollen halt ein bisschen rebellieren und das ist so rebelliert man heutzutage. Man fährt an Ausfahrten vorbei. Da, ich sehe das schon. Ich sehe es schon. Ciao. Magnus, ich habe keine Zeit. Ich fall gerade ins Nirvana hier. Okay, ich weiß nicht, was heute los ist. Auf jeden Fall scheint es zu hängen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber es scheint zu hängen. Ja. Heute ist nicht der Tag der Tage. Das kann ich dir jetzt sagen. Blablabla. Was weiß ich denn? Okay, ich sollte aufhören zu singen. Wir müssen mal ein bisschen männlicher werden, ne? Lalalalalala. Ja. Was flog denn da vorbei? Hier gibt's Libellen oder war das ein Vogel? Ach, das sind Vögel. Oh, hier gibt's Natur in der Stadt. Das ist so schön. Oh, das ist so schön. Ich kann's einfach nicht. Ich hab mich schon wieder verfahren. Ich krieg hier eine Macke. So, jetzt kriegen wir es hin. Jetzt müssen wir nur hier durch die Dusche. Oh, Alter, schon wieder. Wie kann man denn sich die ganze Zeit so sehr verfahren? Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt aber. Jetzt kriegen wir es hin. Mensch. Halt die Julia da. So. Hopp. Und los. Hopp oder top. So, Magnus hat angerufen, ne? Ja, der ruft schon wieder an. Der ruft schon wieder an. Der braucht, der hat ja so ein Bedürfnis nach uns. Deswegen, der ruft schon an. Der will ja unbedingt unser kleiner Muschelfreund sein. Deswegen. So, dann machen wir mal den schick oder geschick. Oder gefickt. Was? Gegen wen sollen wir hier fahren? Gegen die Locos? El Locos? El Locos? Ach, wir sollen jetzt gegen die El Locos fahren. Okay. Gut, dann wollen wir mal sehen, dass wir gegen die Lokals. Ach so. Ich dachte gegen die Locos. Man merkt es ja. Wie bedürftig, melde dich. Oh, bitte ruf mich an. Ah, blink doch mal. Du kannst doch nicht einfach. Das geht nicht. Nein, 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 nein. Ich bin schon wieder Letzter. Aber da ist schon wieder Erster. Die zurückgurken die hier nur mit 20 rum, weil die Angst haben, Unfälle zu bauen. Aber ich bin so ein harter Hund. Ich baue die Unfälle einfach, ohne dass ich davor den Angst habe. So hart bin ich. Ja, ich bin auch selbst über mich schockiert. So, ja, okay, ich fahre hier durch. Wenn du das willst. Vorsichtig, wild beschleunigen. So, das ist ein mittlerer Rennen, also das sollte eigentlich noch einfacher sein. Mit Robin sind wir ja noch gar nicht so weit. Und als Outlaw sind wir auch noch nicht so weit. Ich habe letztens gesehen in der Statistik, mit Drift sind wir schon hammerweit. Das ist schon fast zu Ende mit Drift. Ayo, 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 ich bin ein Japaner. Ich nehme einfach die Schilder mit, weil der lenkt nicht ein, das ist unfassbar. Und jetzt noch ein Taxi. So, nachdem wir das gemacht haben, fahren wir weiter. So, Nitro. Und weil wir so ein harter Hund sind, rückwärts geworden. Der wendet den Wagen einfach wieder. Wie eine Rakete, wie eine rote Rakete, weil ich bin ein Ferrari. So, Robby. Hast gesehen? War geil, ne? Ja, finde ich auch. Ich bin auch schon ziemlich rollig jetzt gerade. Gut. Magnus wollte auf jeden Fall. Fahre ein Sprintrennen mit Magnussen.
Magnus. Da unten schon wieder. Oh Gott, ey. Okay. Magnus möchte... Okay. Haben wir unsere Kleider an? Also unsere Klamotten? Oder übertrifft die Vorgabe von Whiskey Devil? Von Whiskey Devil? Achso, ja. Wo's denn? Wo ist denn Whiskey Devil? Whiskey? Hallo? Risky Whiskey? I'm looking for the Riskies. I'm looking for the Risky Devils. Risky Devils da. Was ist es? Ein Drift Train. Okay. Gut, wieder ein Drift und Magnussen will kein Drift, weil Magnussen kann nicht driften. Er ist zu schlecht zum Driften. Es tut mir leid für Magnussen, aber er kann nicht driften. Deswegen machen wir jetzt den Sprintrennen weiter mit Magnussen. Vorsicht. Das war knapp. Ich hatte gerade ein bisschen Pipi in der Hose, aber macht nichts. Das trocknet auch wieder weg und ja, gibt schöne Flecken. Deswegen ist es immer so gepunktet. Hm. Erzähl uns mehr von der Geschichte. Hm. Ja, danke. So, Außenspiegel haben wir uns abgefahren. Da fliegen schon wieder Autos durch die Gegend. Achso, das war ein... Der ist bestimmt gegen eine Wand gefahren, die Lusche. Oh Mann, wie kann man nur gegen Wände fahren, ey. Und dann auch noch explodiert. Ich hab nichts gesagt. Was? Bleib mal geschmeidig, Alter. Jetzt hat der uns gesehen, wie wir gegen die Wand gefahren sind. Mann, jetzt schäme ich mich. Gut, zurück fahren wir in die andere Richtung runter. Wir sollen da nicht runter. Oder doch, wir sollen da runter. Also ich weiß es nicht, wo wir lang sollen. Hier sollen wir auf jeden Fall lang. Das weiß ich. Das kriege ich noch zusammen. Aber mehr auch schon nicht mehr da. So. Brumm. Brumsti-bumsti hier. Ich weiß nicht, wo lang. Ich habe schon wieder zu viel auf die Karte geguckt. Da fällt ein Auto vom Himmel. Meine Nase juckt. Paar Hütchen um. Ich muss alles sagen, was ich jetzt gerade mache. Linker Fuß, rechter Fuß. Linker Fuß, rechter Fuß. Alter, was ist denn los jetzt gerade? Mensch, halt dich mal ein bisschen unter Kontrolle, Auto. Lass mich nicht hier die ganze Arbeit machen. Ich bin auch noch falsch. Ein Unfall und falsch. Meine Fresse. So, einmal hier, ne? Selbst meine Oma im Rollator hat einen besseren Wendekreis als du, ey. Mann. So, hier können wir wieder den Driftversuch machen. Yeah, harter Hund. Ah, wir sind schon hart. Wir sind schon harte Hunde. Ich weiß zwar nicht, warum Hunde immer hart sind, aber wir sind harte Hunde. Definitiv. Warum fahre ich schon wieder im Gegenverkehr? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach ein Adrenalin-Junkie. Ich bin ein Adrenalin-Monkey. Yeah. Mann, der Wagen hat mir mein Yeah kaputt gemacht, ganz ehrlich. Es war aber cool. Da muss man zugeben, das war cool. Wir sind schon echt hart. Hart wie Granit. Hart wie ein Butterkeks, der zu lange in der Sonne lag. Und glaub mir, die sind hart. So, hier haben wir wieder so ein Speed-Ding. Aber in die andere Richtung, also irrelevant. Irrelevant. So, da ist Maximussi. Das war schon die richtige Richtung. Ja, ich wende ja schon den Schinken hier. Pass auf da. Ich wende Schinken. CG-tastisch. Okay, bereit. Versuch einfach an mir dran zu bleiben. Alles klar. Was hast du eigentlich für ein Auto? Ein Porsche. Ist ja unfassbar. Ich bin so stolz auf dich. Versuch an mir ran zu bleiben, ey. Echt, an dir soll ich dranbleiben? Mach Platz da. Muss an dir dranbleiben. Ja, ich versuche einfach an dir dran zu bleiben. Ne? Ist schon in Ordnung. Lusche. Ist genauso eine Lusche, ne? Die so, tun immer so, genauso wie Ken Block. Tun immer so, als ob die dicke Eier haben, ne? Aber im Endeffekt sind das alles nur Muschi-Puschis. Das ist unfassbar.
sind voll die Warmduscher. Wobei jeder warm duscht. Ich glaube, niemand duscht kalt. Ich bin auch ein Warmduscher. Aber ich bin doch nicht so blöd und stelle mich jeden Tag kalt unter die Dusche. Wer bin ich denn? Wir sind doch hier nicht in der dritten Welt. So, meine Güte. Selbst da haben die warmes Wasser. Wenn es da warm ist. Voraussichtlich. Je nachdem, welche dritte Welt es ist. So, hier ist eine Baustelle. Das ist wunderschön. Warum gibt es eine... Warum sind solche Need for Speed Rennen eigentlich nie in Deutschland? Weil man denn in Staus gerät oder in Baustellen auf der Autobahn oder so? Weil man sich ans Tempolimit halten muss? Ach nee, muss man ja gar nicht. In Deutschland muss man das ja gar nicht. Eigentlich muss man das ja... Ist er schon hinter uns? Verdammt, warum ist denn der so schnell auf einmal? Okay, muss er wohl doch Nitro geben. Da wollte ich den ohne Nitro wie so ein richtig hartes Schnitzel, wie so ein richtig harter Butterkeks. Okay, ich komme nicht an ihn ran. Das ist natürlich ein Traum. Das ist natürlich ein Traum. Hilfe, ich komme nicht an ihn ran. Der ist schneller als ich. Alter, der ist verdammt schnell. Hallo, der fährt einen Buppel-Porsche. Und mit Buppel-Porschen kenne ich mich aus. Wenn ich den so an Nakasan denke, das war auch ein Buppel-Porsche. Ich komme wirklich nicht an den ran. Alter, der ist ganz schön gut. Hätte das gedacht, dass Magnussen doch Auto fahren kann. Ich dachte, der wäre nur ein Dümpler. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es. So, Nitro. Ja, gut. Wir sind noch in Führung. Er kommt nicht an uns ran. Denn wir sind zu gut. Schwitzige Hände. Nervosität. Auto. Kurve. Ich muss alles sagen, was ich sehe. Auto, Kurve. So, den Rest geben wir jetzt Nitro und dann... Hui, das war doch ganz schön knapp gewesen. Naja, haben wir ihn auch besiegt. Magnus Walker. In seinem komischen Porsche-Bubble. So, Punkte. Hey Kumpel, hier ist Magnus. Ich dachte, du hättest mal Lust auf was anderes, also habe ich mir was ausgedacht. Probier's aus. Mal sehen, was passiert. Bis dann. Ach man, das klingt... Die machen immer so Sexwitze, ey. Das ist unfassbar. Ich kann da auch nichts für. So, was hat er sich denn ausgedacht? Wow. Ein Sprintrennen. Na, da bist du aber kreativ gewesen. Alter, lass das mal. Da ist er aber kreativ gewesen. Oh, ein Sprintrennen. Da ist mal was ganz Neues. Oh, Mann. Alter, Po-Pirat, ey. Ganz ehrlich. Okay, wir versuchen das Sprintrennen mit dem Po-Piraten Magnus Walker. Huch, andere Richtung. Hier geht's lang. Wende? Achso, nee, ich will nicht wenden. Lass mir Ruhe. So, Dilla. Das muss ja sogar schon beinahe das letzte Rennen sein, wenn ich so auf die Zeit gucke. Oh Mann, ey. Ja, aber heute ist noch was viel Wichtigeres. Es gibt wichtigere Dinge. Es gibt einfach wichtigere Dinge im Leben, als mit einem Ferrari durch die Weltgeschichte zu fahren und irgendwelche Po-Piraten zu besiegen. Oder zu treffen. Je nachdem. Je nach Vorliebe. Er will ja nicht mehr driften. Ich dachte, jetzt will Magifix hier irgendwie driften. Magifix mit der haarigen Note, ey. Das ist er doch. Ja, Schilder. Räum schon mal frei, ne? Weil wir bestimmt gleich den Scheißweg runterfahren müssen. Den Scheißhausweg hier. So, hier räume ich auch frei. Pop. Das räume ich auch weg. Naja, das konnte ich nicht wegräumen, aber es passt. So. Einmal hier rum. So, einmal darum. Haben sehr gut gemacht. Sehr gut geklärt. Oh, nee, du in den Bergen. Ne? Ich wette mal so, dass der in den Bergen rumgurken will. Oh, Mann. Geschäft oder Vergnügen? Gewinne das Sprintrennen gegen Magnus. Das ist die beste Beschreibung, die es gibt. Von hier aus auf der anderen Seite, du wirst den Weg schon finden. Der könnte Navi-Sprecher werden. Ich möchte von hier aus bitte nach Hamburg. Von München nach Hamburg. Ja, von hier aus auf der anderen Seite Deutschland, du wirst den Weg schon finden. Was?
Das sind die besten Navis. Ja, von hier aus auf eine andere Seite. Du wirst den Weg schon finden. Pass, danke, tschüss. So gewinnt er auch seine Rennen, ganz ehrlich. Er denkt sich so Routen aus, verrät sie aber niemanden. Und dann fährt er sie einfach, weil er weiß, wo es lang geht und die anderen gurken herum, weil sie keine Ahnung haben. So ist das. Der Schlingel, Magnus. Der Schlingel. Das Schild habe ich nicht umgefahren, das war er. Ich habe nur noch was angehoben. Ah, diese blöden. Geh mal weg da. Entschuldigung. Ich musste das einfach mal machen. Sonst gewinnt er noch. Das war... Ich bin halt ein Outlaw. So, von hier aus auf die andere Seite. Ich werde den Weg schon finden. Okay. Ich folge einfach den blauen Pfeilen auf dem Boden. Gott sei Dank hat er die blauen Pfeile eingebaut. Glück ist er hier den Abend zuvor mit einem Malerpinsel lang gegangen und hat blaue Pfeile auf die Straße gemalt. Gott sei Dank. Würde ich den Weg ja nicht finden. So, es kommt uns was entgegen. Ja, ich hasse es, in den Bergen zu fahren, ey, ganz ehrlich. Und dann auch noch von hier auf die andere Seite. Diese Beschreibung, Alter. Ich komme damit nicht klar, muss ich sagen. Ich komme damit nicht klar. So. Er kommt auf jeden Fall gerade nicht hinterher, das ist gut. Das ist sehr gut, dass er so nicht hinterherkommt. Das gibt uns einen kleinen Vorsprung, weil wir gerade gut durch die Kurven kommen. Das hat auch manchmal Stil, ganz ehrlich. Wenn ich in der Innenseite bin, er in der Außenseite und wir ganz nah aneinander driften, finde ich irgendwie cool. Wir sind schon echt stylische Typen hier, da muss ich sagen. Wir sind schon voll die Mega-Hupen. Also die... Also nicht Hupen in den... Also... Ah, oh Mann. Ja. Denkt's euch. Muss jetzt hier Rennen fahren. Muss gewinnen. Darf nur 35 fahren. So. Ich glaube, Magnus holt langsam auf, ne? Kann das sein? Wir müssen mal wieder ein bisschen vorfahren. 23 von 27. Okay, passt. Das passt. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Sehr gut. Das lief gut. So, jetzt gehen wir noch Nitro und schon haben wir Magnus wieder gewonnen. Sehr gut. Ach, der Magnus, der kann auch nichts. Dagegen ist Godzilla ein Gartenzwerg. Ich verstehe den Witz einfach nicht. Wer ist Godzilla? Und was hat er gegen den guten deutschen Gartenzwerg?